Herzlich willkommen hier zum neuen Video. Wie ihr schon lesen könnt, Challenge Rot Streckencheck. Wir waren am Wochenende in Rot zum Community-Wochenende mit Kino in Nürnberg am Freitag, Community Run und haben natürlich die Chance genutzt und mir die Strecken fürs Rennen genauer angeschaut, unter anderem die Rad- sowie auch die Laufstrecke zu teilen, die ja nicht ganz 30 Kilometer, 28 Kilometer. Bocky war dabei, hat mich zum Teil begleitet und wie das Ganze so gelaufen ist, das seht ihr jetzt hier im Video. Ganz viel Spaß. So, wir sind auf der Rotstrecke. Erster Streckencheck. Ich kann das Wort immer noch nicht. Und ja, heute mal 4x15 Minuten Ironman Pace Intervalle. Gucken, wie es sich hier auf der Strecke anfühlt. Und mal schauen, ob ich mit meiner Übersetzung in Greding hochkommen. Warum nicht Challenge-Intervalle? Was? Warum Ironman-Intervalle und nicht Challenge-Intervalle? Ironman-Intervalle, weil Coach Görke die so benannt hat im Trainingsplan. Ja. Aber Memo an den Coach, bitte umbenennen in Challenge-Intervalle. Okay, 4x15 Minuten Challenge-Intervalle wurden jetzt umbenannt. Danke, Bocky. Das erste 15-Minuten-Intervall ist erledigt auf knapp über 290 Watt. Und ja, die Strecke ist einfach nur geil. Macht einfach nur Bock hier in Rot. Und ja, Wetter schöner geht auch nicht. Ich habe noch 2 Minuten Pause und dann geht's wieder ab. Woo! Alle Intervalle durch. Schon wieder auf dem Rückweg hier 99 Kilometer. Gleich 100 voll. Hab auf dem Weg neue Freunde getroffen, weil Bocky einfach weggefahren ist, hier aus Rot. Und ja, da habe ich ganz vergessen zu filmen. Richtig geile Runde. Hier Radfahren macht einfach Bock. Ich fahre jetzt schnell noch zur Tanke, hau mir Coke oder irgendwas rein und da hinten, ich sehe schon, Wechselzone 2. So, Session absolviert hier. Ich glaube, es heilt ganz gut. Session done. Ja, geil. Also, absolute Empfehlung, mal die Rotstrecke zu fahren. Hier trifft man sogar noch neue Freunde, mit denen man Rad fahren kann. Super viel unterwegs, super nette Leute. Richtig, richtig gut. Zur Übersicht: 2 Stunden 53, 101 Kilometer, 35 Zeiler Durchschnitt, 252 Watt im Schnitt, 267 NP. Also, auch von Intensität ordentlich geballert heute. Nächster Tag, Long Run steht auf dem Plan, 2 Stunden und hier den kleinen Hügel, geradeaus gehen wir erstmal hoch, und aber das ist ja die Pace, wo ich noch bei Bocky mithalten kann. Da bleibe ich noch dran und gleich lasse ich ihn laufen. Der darf schneller laufen als ich und kann's auch. Ich wollte sagen, der kann. Er kann. Dude, los geht's, ist erster gestartet, ich hänge ihn ab. So, auf geht's, 2 Stunden Lauf und ich habe jetzt noch so 150 Meter mit Bocky. Dann ist jeder auf sich alleine gestellt und dann geht's ums Überleben hier. Hast du auch so gute Beine wie ich? Keine schlechten Beine. Sehr gut. So, jetzt geht's hier auf die offizielle Laufstrecke. Im Rennen komme ich von da oben, dann geht's hier runter. Da hinten sieht man noch ganz klein Bocky, der schon weg ist. Und ja, jetzt bin ich auf der Strecke. Wuhu! Und das Wetter ist natürlich richtig geil, wie hoffentlich auch am Race Day. Gerade hier in der ersten Verpflegungsstelle durch und es geht schon ein bisschen hoch auch. Also zum Kanal erstmal doch ein bisschen uphill und aufpassen, dass man sich noch nicht zerschießt. 4 Kilometer habe ich und hier ja am Kanal. Geil, geil, geil. Jetzt geradeaus, da hinten läuft Bocky noch. Immer in die Richtung bis fast zum Rotsee und Wendepunkt. Gleich Kilometer 8 hier. Da hinten Wendepunkt. Und bis hierher war jetzt Gegenwind. Fühlt sich aber geil an. Der Untergrund ist ein bisschen loser als ich dachte, aber läuft. Ist gar nicht wo im Rennen der Wendepunkt ist. Ich hoffe hier.
Das ist zumindest jetzt mein. Ah, hier. Perfekt. Also, alles richtig gemacht, so wie es aussieht. Und jetzt mit Rückenwind zurück. Immer immer da hinten hin, geradeaus. 10 Kilometer sind um. 4,35er Schnitt. Und es wird langsam warm, obwohl es hier erst 8:45 ist. Mit Rückenwind jetzt. Hui, hui, hui. Und hier jetzt der zweite Teil der Strecke wieder an dem Punkt vorbei, wo wir auf den Kanal gekommen sind, oder zum Kanal. Und jetzt geht es in die andere Richtung. Es war eine Stunde rum, das heißt, erstes Gel. Heute gibt es als erstes Salty Peanut. Njam, njam, njam. Da sind wir schon. Zweiter Wendepunkt da hinten. 1:20 auf der Uhr. Zeit für das nächste Gel. Heute gibt es zweites Gel. Ein Espresso. Also Zeit für einen Kaffee hier beim Lauf. Weiterhin so 4:25, 4:30er Pace. Und ist einfach nur immer noch geil. 1:40 sofort um. Das heißt, noch ein Espresso, das dritte und letzte Gel für heute. Und dann sind es noch 20 Minuten bis zum Hotel. Weg vom Kanal, Kilometer 24, zurück nach Rot. Here we go. Ready, ready, ready. Also 28,226, 24er Schnitt. Jetzt trinken, duschen, essen. Ach so, wenn ihr euch fragt, ob es nervig ist, die GoPro die ganze Zeit mitzuschlören. Ja, richtig nervig. Aber musste mal wieder ein Video sein, deswegen habe ich es gemacht. Ist aber nicht zu empfehlen. Jetzt bin ich fertig. So, Aufzug, zweiter Stock nur, aber ich gehe heute keine Treppe mehr.